Ich begrüße euch hier auch bei etwas mehr Wasser zu einer, ja, ich sag mal kurzen, knackigen Produktvorstellung. Heute geht es sich auch mal wieder um ein Produkt der Firma Refactory. Heute um die Pro X4. Warum kurz und knackig? Aus dem ganz einfachen Grund. Die Pro X1 habe ich euch schon vorgestellt im Detail. Und die Pro X4 ist tatsächlich das gleiche in grün, bloß größer. Also, dann schauen wir gleich mal rein, was wir so alles kriegen und vor allem, was sie kann, was sie nicht kann, etc. pp. Bis gleich. Ja, Leute, schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was wir bekommen. Und als allererstes muss ich hier mal ein kleines bisschen Platz machen, weil die Pumpe ist etwas größer. Ich lasse den Karton noch zu, weil ihr wisst, die ist eigentlich schon da hinten verbaut und ihr dürftet sie am Bildrand unten sehen. Ich blende es mal separat ein. Sie hängt in einer Linie mit der Pro X1 und das Schöne an der ganzen Sache ist, das neue Installationssystem, die Installationsschiene, die DIN-Schiene, die jetzt an den neuen Geräten verbaut ist, am Smart Tester, an der Pro X1, an der Pro X4 und ich kann jetzt ganz einfach hingehen, leicht nach oben ziehen und habe die Pumpe tatsächlich in der Hand. Ja, so schaut sie aus. Ganz schön groß und knapp 27,6 cm, wenn mich nicht alles täuscht. Gewicht weiß ich gar nicht. Müsste ich mal unten mit einblenden. Und wir haben halt das, ja, die gleichen Features, die wir auch tatsächlich bei der Pro X1 haben. Haben wir ja natürlich hier drin. Sie kann sehr, sehr präzise dosieren. Und zwar in einem 0,01 Milliliter Bereich. So, jetzt bin ich im letzten Video bei der Pro X1 darauf hingewiesen worden. Ja, aber ein Tropfen ist ja mehr wie 0,01. War das jetzt richtig? 0,01? Ja, genau. 0,01 war richtig. Sorry, ne? Sonntagmorgen gerade frisch von der Base. Nein, das ist tatsächlich richtig. Damit habt ihr recht. Und es muss im Endeffekt ich sag mal, eine Adaption stattfinden. Also mit den reinen Schläuchen, die dabei sind, ist eine Dosierung auf 0,01 Milliliter nicht möglich. Das ist richtig. Und ich zeige euch mal, wie ich das jetzt gelöst habe. Das blende ich euch mit ein. Ich habe mir jetzt hier den Sechsfachhalter zweimal bei mir da unten im Becken installiert und ihr seht auf einem Halter da unten eine Pipettierspitze aufgeschoben, also sprich die ganz normalen Spitzen, die wir auch bei den Wassertests dabei haben. Wenn ihr die da drauf packt, die halten da unten auf dieser auf den Schläuchen oder ihr geht hin, Moment, müsste ich hier auch haben, das sind diese Verbinder hier. An der einen Seite sind sie was dünner, an der anderen Seite etwas dicker. Und da könnt ihr auch diese Pipettierspitzen aufsetzen und im Prinzip in den Schlauch rein, Pipettierspitze dran. Und dann könnt ihr dementsprechend tatsächlich auf 0,01 Milliliter dosieren. Video dazu habe ich gemacht. Ist ein kleines Handyvideo geworden. Habe ich auf Insta hochgeladen. Blende ich mal eben kurz mit ein, wenn ich es finde. Ich glaube, ist doch da. Und da könnt ihr sehen, ich habe einmal 0,11 Milliliter eingegeben. Das hat er dann dementsprechend ganz genau hingekriegt. Und das zweite waren 0,17, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist er dann auch on point drauf gekommen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf hingehen. Die Pumpe läuft jetzt schon eine Zeit lang, aber für meines Erachtens noch nicht lang genug. Ein Monat auf zwei, werde sie mir nochmal anschauen, werde sie nochmal kalibrieren und schauen, ob sie dann immer noch die gleiche Leistung bringt. Ich habe neulich den neuen KH-Keeper kalibriert und überprüft, beziehungsweise ja, erstmal nur überprüft, hat tatsächlich alles on point gepasst. Also selbst die Genauigkeitsprüfung bei der Reagenzpumpe, wo auch die gleichen Pumpen wie die hier verbaut sind, also sprich mit den guten Schrittmotoren und den entsprechenden Köpfen. Das hat alles wunderbar gepasst und ich gehe davon aus, dass diese Pumpe hier genauso exakt und präzise arbeitet wie die verbauten Pumpen beim Keeper oder beim Smart Tester. Das passt soweit alles. Was ich letztes Mal bei der X1, bei der Pro X1 nicht gezeigt habe, wir können die Köpfe hier
ohne Probleme wechseln. Wir haben hier oben eine, ich sag mal so eine Art Klammer und unten eine, die braucht man nur einzudrücken. Nur einzudrücken, habe ich gesagt. Einmal links, einmal rechts und dann habe ich die im Prinzip schon in der Hand hier. Und den Kopf selber kann man auch so rausziehen, der müsste normalerweise mit rauskommen. Aber da es frisch ist, wird es dann dementsprechend hier ein kleines bisschen geschnappt. So, was ich bei der Vorstellung der Pro X1 nicht gezeigt habe und nicht darauf hingewiesen habe, die Köpfe lassen sich natürlich austauschen. Und hier ist die Refactory hingegangen und hat natürlich, ist tatsächlich einen anderen Weg gegangen, wie die Peristaltikpumpen, die wir bisher kennen. Es sind ja hier drin Schrittmotoren verbaut, bidirektionale Schrittmotoren. Diese Schrittmotoren sind in der Lage, einmal links herum und einmal rechts herum zu drehen. Das ist dann von Vorteil, wenn wir zum Beispiel Flüssigkeiten haben, die tatsächlich nicht, im Schlauch verweilen dürfen, weil sie meinetwegen schlecht werden. Das kann meinetwegen Jod sein oder Phytoplankton oder ähnliches. Da haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, wir dosieren. Entsprechende Menge X wird reingepackt. Da muss man dann, das muss ich noch auskaspern, wie es genau geht. Kann ich euch tatsächlich im Moment noch nicht sagen. Werdet ihr aber dann bei mir in meinen Tagebüchern erfahren. Habe ich dann die Möglichkeit, ich dosiere. Und anschließend gehe ich hin und mache direkt nach der Dosierung wieder eine Dosierung, wo dann im Menü drin steht Empty. Also sprich, blende ich euch mal kurz mit ein, diese Möglichkeit. Einmal die Möglichkeit, wie gesagt, zu dosieren. Und dann haben wir ein Knöpfchen, wo man dann sagt, okay, bei dieser Dosierung gehst du jetzt hin und machst den Schlauch leer in die entgegengesetzte Richtung. Ja, dann pumpt die Pumpe in die entgegengesetzte Richtung und entsprechend Flüssigkeit ist dann nicht mehr im Schlauch. Was man dann natürlich dabei beachten muss, ist natürlich die Länge des Schlauchs, wie viel Volumen geht rein. Das muss man dann im Prinzip auf der Gegenseite dann ausmessen, damit man die entsprechenden Mengen mit angeben kann. Das ist so eine Sache, die ist auch ein kleines bisschen tricky, würde ich sagen. Aber natürlich machbar. Und wenn man einmal die entsprechende Länge sowieso verlegt hat, dann weiß man, wie es geht. Und kann damit verarbeiten. Was noch möglich ist, die Köpfe, wo ich jetzt etwas genauer drauf eingehen will, kann man ganz einfach austauschen. So, wir haben jetzt hier eine Klammer links und rechts und jetzt kann ich den kompletten Kopf hier somit hochziehen. So, und jetzt seht ihr, das ist schon alles hier ein kleines bisschen anders. Wir haben hier tatsächlich eine, das blende ich nochmal separat auf, eine Aufnahme hier, die direkt in den Kopf hineingreift. Bei allen anderen Pumpen war es so, dass wir hier drin nur einen einzelnen Stift hatten. Und dieser Stift hat gleichzeitig die Rädchen hier angetrieben und war so ein bisschen die Federquelle. Dann lief die Pumpe mal ein bisschen besser, dann lief sie mal ein bisschen schlechter. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass wir die kleinen Pumpenköpfe hier, beziehungsweise die Rollen, die darin sind, die sind gut eingefettet. Also ich habe eben schon mehrfach hier jetzt das mal ausprobiert und rausgenommen. Ich bin jetzt in der Lage, tatsächlich den Kopf hier rauszunehmen und hier oben ist das Ganze jetzt mit Silikon oder ähnlichem, ich denke mal, es wird Silikonspray oder sowas sein, eingesprüht. Es ist sehr glitschig, es ist sehr rutschig, das heißt, dieser Kopf, der kann extrem ohne Probleme gut laufen. Ja, der hat eine ganz andere Art und Weise zu arbeiten. Dadurch, dass das hier oben dann gefettet und, ich sag mal, silikoniert ist, geschmiert ist, sondern ganz doll, muss die Pumpe hier natürlich mit ihrem eigenen Motor nicht so viel arbeiten. Bei den alten Pumpenköpfen war es so, dass wenn man da ein bisschen Silikonfett oder ähnliches dran gemacht haben, dass die Pumpe nicht mal richtig lief. So, und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied hier, dass wir halt eine feste Aufnahme, ich blende das nochmal, zoom nochmal hier drauf, diese Aufnahme hier unten, die bewegt den gesamten Kopf und die Pumpen, die Röllchen innen drin, die gehen im Prinzip hin und ziehen uns das Wasser weiter, so wie es sein soll. Einfach austauschen, wenn was sein sollte und einfach auch wieder aufzusetzen. Eine Sache habe ich noch, wo man natürlich drauf achten muss und jetzt müssen wir, genau das wollte ich jetzt haben hier. Die sitzt etwas fester. Wir haben hier oben definitiv eine kleine Führung. Da kommt
diese Führung hier oben, beziehungsweise dieser Nüppel, mach ich mal ohne Schlauch, kommt da oben rein. Daran muss die, das muss darauf geachtet werden, dass das richtig sitzt. So, jetzt kommt der Moment, wo der Elefant sein Wasser lässt. Jetzt muss ich das wieder zusammen frickeln. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich stelle das mal so hin, dass ihr es seht. Wir haben hier einmal die Unterseite, das ist oben. Das heißt also, das kommt so rein. Das ist, wie gesagt, ist ein bisschen glitschig, dieses kleine Scheißerchen hier. Dadurch, dass es halt gut eingefettet und eingeölt ist. Weiß nicht, ob man das vernünftig sieht. So. Jetzt habe ich es erstmal reingelegt und jetzt seht ihr, das ist ja auf der hier nicht richtig in der Führung drin. Und da geht ihr hin, drückt das runter, achtet darauf, dass es in der Führung drin ist. Erst dann sitzt der Kopf richtig und dann könnt ihr wieder hingehen und das Ganze aufsetzen. Und so wie ich das hier gemacht habe, ist es verkehrt rum. Das ist allerdings auch möglich. So, das heißt, wir müssen das ganze Spiel nochmal machen. Jetzt sitzt der Kopf. Kann ich das drehen? Drehen, 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 drehen. Darauf achten, dass die Führung drin ist. Das geht auch so nicht. Seht ihr? Doch, funktioniert. Hier ziehe ich nochmal drauf. Darauf müsst ihr achten, dass dann tatsächlich die Führung oben drin sitzt und dann sitzt der Kopf auch richtig. Diese Verkleidung hier oben, das Plastik, das muss dementsprechend sauber und fest drauf sitzen. Es darf nicht wackeln. Wenn es wackelt, entstehen Geräusche. Das gilt für alle anderen Pumpen, wo sie jetzt eingesetzt wurden, beim Keeper, beim neuen, beim Smart Tester. Wenn das Ding wackelt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann habt ihr entweder das nicht richtig eingerastet oder sitzt nicht hier oben sauber in der Führung drin. Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Montieren geht ganz einfach, aber ich habe sie jetzt tatsächlich noch nicht im System drin gehabt. Das erstmal so noch als kleine Info zur Pumpe selber. Das ist mal so hin. Und dann gucken wir jetzt nochmal eben in das Döppchen rein, was wir noch alles kriegen. Und oh, es wird bunt. als allererstes natürlich wieder der unvermeidliche Neodym-Magnet fürs Zurücksetzen. Hier oben auf der Oberseite bei der Hintergrundbeleuchtung ist dementsprechend der Punkt aufgedruckt mittlerweile. Blende ich euch mit ein. So, und jetzt wird es tatsächlich bunt. Wir kriegen Storch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Vier Stück und das Netzteil, eine entsprechende Probeanleitung, der Hilfesticker, der zum Support führt und die Garantiebedingung. Das kriegen wir alles. Nein, jetzt nicht, Schatzi. Mein Hund will raus. Wir machen einen Schnitt. Ich lasse ihn raus. Ein Okay. So, Hundi ist draußen. Dann kann er sich vergnügen. Machen wir weiter im Programm. Wir bekommen viermal Schläuche. 2/5 mm. Das heißt, wir haben eine relativ dicke Wandung, aber innen sind sie sehr schmal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich das kleine da habe. So, das ist der Adapter, den ich hier habe und der passt hervorragend hier rein. Sitzt auch schön fest und auf der Seite kann ich dann die Dosierspitze einsetzen. Da ist tatsächlich die Problematik, die ich jetzt herausgefunden habe, dass es nicht ganz so einfach ist, solche Spitzen zu kriegen, weil die sind, das reiche ich definitiv noch nach. Ich werde es auch im Nachhinein noch hier unten in die Beschreibung reinpacken, sobald ich da eine Info habe, weil es gibt unterschiedliche Dosierspitzen und ich muss erstmal gucken, die richtige zu finden, die wir dann hier ohne Probleme aufsetzen können, die dann hier auch tatsächlich hilft, hält. Ich mache mal kurz die ich habe, ab und zeige euch das mal eben. So, tatsächlich ist das hier, ich weiß nicht, was es genau für einen ist. Vielleicht kann mir das irgendjemand mal mit runter in die Beschreibung oder in die Kommentare reinschreiben. Diese Spitzen, das sind ja die, die wir kennen von unserem Wassertest her. So, ich selber habe jetzt, ich sag mal, diese Farbe und Form nicht gefunden und da sind teilweise Angaben bei. Ich bin kein Chemiker, ich habe da keinen Plan von. Von daher gebe ich offen ehrlich zu, ich kann nicht. Also, das ist definitiv die Spitze, die hier auf diese Verbinderstücke vernünftig drauf passt und die auch vernünftig auf die
Halterung, auf die Schlauchhalterung draufpassen, die wir bei Refactory häufig erwerben können, als Zusatz. Jetzt werden einige sagen, ja, warum sind die denn nicht dabei? Die Pumpe soll das doch können. Ja, richtig. Die Pumpe soll das können. Die kann das auch. Aber ihr müsst dann mal so sehen, nicht jeder will hingehen und tatsächlich Spurenelemente dosieren. Und wenn ich das will, ja, dann ist das eine Zusatzausstattung. Und die muss ich mir natürlich zusätzlich zulegen. Und somit haben wir natürlich erstmal Plastikmüll gespart, weil viele brauchen das nicht. Und von daher ist es okay, dass die Refactory das erstmal nicht dabei gelegt hat. Also, Spitze aufsetzen. Das ist schön fest hier. So, und dann kann ich die Pipettierspitze hier drauf drücken und die hat tatsächlich auch, sitzt hier relativ fest. Ja, man kann sie wieder runterziehen, klar, logisch. Aber das sitzt sehr gut und so kann man, sitzt sie dann im Prinzip anschließend entweder in der Halterung oder so jetzt frei hier. Und darüber könnt ihr dann jetzt tatsächlich auch diese 0,01 Milliliter exakt dosieren. Das kann die Pumpe. Das habe ich ausprobiert, das habe ich getestet. Video haben wir eben gesehen. Und finde ich richtig geil. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, 4x2 Meter Schlauch. Das ist auch noch eine Sache, wo ich darauf hinweisen möchte. Nicht höher wie 1 Meter über Wasserspiegel. Nicht höher wie 1 Meter über dem Spiegel, wo die Entnahmestelle der Flüssigkeiten ist. Das ist noch eine Sache, die wichtig ist. Und natürlich die Schlauchlänge von mehr wie 2 Meter kann man machen. Dann wird es aber nicht mehr so genau. So, Netzteil ist wieder das Übliche. Wir haben die verschiedenen Länderaufsätze hier. Und ich greife natürlich so rein, dass ich meinen, den ich brauche, da ist er, als letztes kriege. Klappen. So, auch wieder das gleiche Spiel. Wir haben hier ein entsprechendes Netzteil. Geht bitte hin und beschriftet euch die Netzteile, wie ich euch das schon mal gezeigt habe, weil unterschiedliche Netzteile, unterschiedliche Geräte haben unterschiedliche Netzteile und sollten untereinander nicht kombiniert werden. Das kann zu Schäden führen, das kann zu Ausfällen führen, wäre nicht so schön. Gut, ja, alles in allem würde ich sagen, das genauere Prozedere etc. pp. Könnt ihr euch nochmal in dem Video von der Pro X1 anschauen, verlinke ich euch nochmal. Wie gesagt, Pro X1 hängt, die Montageschiene hängt auch schon. Ich blende euch das jetzt gleich mal etwas genauer ein. Und es ist einfach genial. Ich hänge die Pumpe einfach hier oben ein, klick sie runter, schieb sie noch hübsch rüber auf der Schiene. Und wie ihr seht, in der Einblendung alles schön montiert. Jetzt muss ich das den ganzen Kladderadatsch noch verlegen, die Pumpe einrichten und würde sagen, ich zeige euch das gleich am Ende des Videos nochmal und danach können wir dann mit diesem Video Schluss machen, weil es wird ja alles gemacht, gesagt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Ich richte das Ding mal eben ein und bis später.
Ja, Leute. Da drehe ich das Ganze jetzt nochmal nach, weil ich nämlich vergessen habe, den Schluss zu drehen. Ich schussel. Aber okay. Ja, die Pro X4, genauso wie die Pro X1, sind definitiv sehr, sehr gute Pumpen. Da hat also Refactory einiges getan. Lautstärke-technisch, die vorherige Pro-Serie kann ich nicht so sagen. Ich weiß nur, das, was ich jetzt im Endeffekt jetzt hier habe und was jetzt seit knapp anderthalb Monaten seine Arbeit bei mir verrichtet, ist gut, gefällt mir und ist so, wie es sein soll. Also von daher kann ich da erstmal nichts, ich sag mal, Negatives drüber sagen oder irgendwas, wo man drauf achten müsste. Wo man drauf achten müsste, habe ich euch gezeigt. Und ja, alles in allem würde ich sagen, ihr seht sowieso in meinen Tagebüchern, werde ich darüber berichten, ob das jetzt der Smart Tester ist, der neue KH-Keeper oder die Dosing Pumps, die jetzt hier frisch installiert wurden. Und ja, alles in allem würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da und in diesem Sinne bis zum nächsten Video. Habt einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis dann, euer Viper. Ciao.